Dies ist Dreamlight Valley. Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Disney's Dreamlight Valley. So, in der letzten Folge haben wir jetzt Ursula geholfen und jetzt haben wir noch eine Aufgabe, eine neue Aufgabe von Goofy. Und da wollen wir nochmal schauen, was Goofy jetzt noch von uns möchte. Wo ist denn der Gute überhaupt? Auf dem Hauptplatz ist er gerade mit Onkel Dagobert. Das ist doch der Hauptplatz. Was? Unterhalb des Hauptplatzes? Goofy? Hallo, Goofy? Goofy sollte doch... Ist Goofy etwa bei Dagobert zu Besuch? Hallo, Kumpel. Wie wär's mit einem Plausch? Goofy ist bei Onkel Dagobert zu Besuch. Hey, du! Hey, ich möchte meinen Freund Mickey zum Essen einladen. Würdest du mir dabei helfen, alles vorzubereiten? Nur wenn du versprichst, dass du... Ich würde sagen, ja, nicht, es klingt gut, nur wenn du versprichst, dass du es nicht verfuscht. Das kann ich nicht versprechen. Oh! Oh, Junge, das wird das beste Abendessen. Ich werde uns eine... Bula Base mit frischen Meer... Oh, okay. Lass uns zum Strand gehen und frische Jakobsmuscheln, Garnelen und Muscheln fangen. Wir sehen uns! Okay, wir brauchen zwei Garnelen, Muscheln und wir brauchen Jakobsmuscheln. Hallöchen! So, lass uns abhängen. Oh! Meine so. Fingern. Goofy kommt jetzt gerade mit. Ich glaube, wir haben das alles noch in unserer Truhe. Aber wäre doch gelacht, wenn wir die zwei, drei Sachen nicht finden würden. So. Das würde ich sagen, ist schon die erste Muschel. Ist sogar schon die erste Jakobsmuschel. Und auch wenn wir mit Goofy angeln wollen, wenn wir Edelsteine sehen, nehmen wir die auf jeden Fall mit. Und das sieht genauso gut aus. Damit haben wir schon die Jakobsmuscheln komplett. Hier buddeln wir nochmal. So, jetzt brauchen wir noch eine normale Muschel. Und wir brauchen Garnelen. So, ein paar Bananen. So. Hi, Bayana. Ich hoffe, wir haben hier noch irgendwo eine Muschel. Ansonsten gucken wir erstmal, ob wir uns eine Garnele angeln können. Ich weiß gar nicht, ob die aus so einem einfachen weißen Kreis rauskommen konnten. Ein Hering auf jeden Fall. Wir haben da gegraben, deswegen. Aber vielleicht fängt Goofy ja auch was für uns. Goofy, wie wär's? Tu ein bisschen was für dein Abendessen. Oh, wobei ich sehe, Goofy hat wirklich was für uns gefangen. So. Und hier schon wieder. Oh, sehr gut. Gut, dass wir Goofy dabei haben. So.
Hering, wir brauchen eine Garnele. Und vor allen Dingen brauchen wir noch eine Muschel. So, einmal Bananen gegessen. Aber ich weiß, wir haben zwei Garnelen in der Truhe. Die können wir zur Not nehmen, aber wir brauchen halt auch noch eine Muschel. Wenn wir einfach so angeln gehen? Seetang! Seetang brauchen wir auch. Das stimmt. Wir müssen ja auch noch Seile herstellen, glaube ich. Oder zumindest noch ein Seil war, glaube ich, noch offen. Nein! Verpasst. Aber Goofy hat es trotzdem gefallen. Okay, das wird relativ schwierig. Die Frage ist... Oh. Fisch. Sollten wir woanders angeln? Ein paar Bananen. Vielleicht sollten wir nochmal zur Lichtung gehen. Vielleicht haben wir da eine höhere Chance auf eine Garnele. Hier hat es doch gerade geglitzert. Was? Oh! Level 9! Belohnungen! Großartiger Rock! Hm. Wenn wir jetzt so ein cooles Zauberer-Oberteil hätten, würde das vielleicht gar nicht so schlecht aussehen. Aber so sollten wir, glaube ich, lieber wieder eine Hose anziehen. Wir haben den Rock über unserer Hose. Okay. Alles? Wo ist der Rock? Wir haben auf jeden Fall die Zaubererschuhe auch noch an. Die passen jetzt natürlich nicht zu der Hose, die ich gerade ausgewählt habe. Ziehen wir ein paar normale Schuhe an, würde ich sagen. Und Oberteil. Können wir auch noch was auswechseln? Ah, weil wir einen Pulli anhaben. Moment. Läuft in der Mantel wahrscheinlich. Ah, es ist gerade die Sonne da, also ich würde sagen, das ist okay. Ändere dein Outfit. Mussten wir auch machen. So. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier angeln. In der letzten Folge hatten wir hier, glaube ich, unseren Hummer. Vielleicht angeln wir hier noch eine Garnele. Ein Thunfisch. Auch nicht schlecht. Aber wir brauchen zwei Garnelen. Und ein Hering. Aber ich befürchte, eine Garnele war relativ selten. Mensch, Goofy, du könntest noch mal eine Garnele für uns angeln. Nein. Schon wieder verpasst. Aber trotz allem, die ganzen Fische, die wir hier angeln, die geben alle Geld. Und da wir chronisch pleite sind, ist es auch auf jeden Fall gar nicht so schlecht, ein bisschen zu angeln, Goofy.
Und leveln müssen wir Goofy sowieso, von daher. So. Thunfisch. Haben wir vielleicht irgendwo noch irgendwie was Selteneres? Oh. Nachtdorn. Weg mit euch. Okay, ich fürchte, wir müssen nochmal zurück zum Strand. Hier werden wir auch nicht fündig werden. Wir brauchen ja auf jeden Fall auch noch eine Muschel. Irgendwo müssen wir noch eine Muschel finden. So, haben wir hier irgendwo... Da können wir nochmal die Angel auswerfen. Sonst gab es immer so viele seltene Felder, wenn wir nicht angeln waren. Goofy ist auf jeden Fall gleich Level 7. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und wir müssen was essen. Bananen, sehr gut, 3 Stück. Wir werfen einfach nochmal so die Angel, vielleicht nochmal einen Seetang. Sehr gut, ein Seetang. Und nehmen wir eigentlich Goofy mit, wenn wir uns jetzt hier rüber teleportieren? Ah, sehr gut. Goofy ist immer noch da. Also aus diesen kleinen hier kommt definitiv keine Garnele raus. Wir sollten definitiv mal schauen gehen, ob wir 2 Stück davon haben. Oh, verfehlt. Ich glaube, wir hatten 2 Hummer, aber 2 Garnelen bin ich mir nicht sicher. Heringe haben wir auf jeden Fall jede Menge jetzt. Da, ja, da. Hier könnte was. Okay, mit Maui und Goofy an unserer Seite. Das muss was werden. Sehr gut. Okay, wir brauchen also einen blauen Kreis für eine Garnele. Okay, dann angle ich doch noch ein bisschen weiter. Nochmal einen Seetang. Oh. Ein Kabeljau. Sehr gut. Und er hat einen Fisch gefangen. Ob Level 10 das Maximallevel für Goofy ist? Okay, wir bekommen ja noch wahrscheinlich super viele Bewohner. So. Oh, Goofy hat was gefangen. Können wir irgendwas essen? Oh, Äpfel oder Zitronen? Ich denke, Äpfel haben wir mehr als genug. Eine Garnele haben wir auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Eine haben wir definitiv noch in der Truhe. Und noch ein bisschen Seetang. Oh. Oh, Goofy hat auch Seetang gefangen. Sehr schön. So, hier ist nichts weiter. Da ist schon wieder was aufgetaucht.
Und ich glaube, das sieht auch wie das letzte. Wie das letzte Stück Wasser aus, wo es einen Fisch gibt. Dann können wir höchstens probieren, auf gut Glück die Angel auszuwerfen. Wobei ich auch nicht sicher bin, ob das auf gut Glück, ob man da eine Garnele fangen kann. Das wäre natürlich interessant, das auszuprobieren. Beim Normalfall fangen wir da, glaube ich, nur ganz kleine Sachen. Ja, wie Seetang. Ich probiere es mal dreimal. Kabeljau. Aber gut ist, wir fangen auf jeden Fall immer irgendwas. Also nichts fangen gibt's nicht. Und wieder ein Kabeljau. Okay. Wir hinten vielleicht noch irgendwo. Eine Muschel liegt hier auch nicht rum. Ah, Moment, wir können noch hier rüber gehen. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo was. Hier hinten. Ist zwar auch wieder keine Garnele, aber liegt hier noch eine Muschel zufällig rum? Goofy könnte auch mal wieder einen Fisch fangen. Oh, aus dem Wasser raus angeln. Und noch ein Fisch von Goofy. Oh, das wird wieder einmal Seetang wahrscheinlich. Oder ein Kabeljau. Und noch einer von Goofy. Und was können wir jetzt essen? Zitronen. Und ich würde sagen, danach gehen wir mal oben im Teich angeln. Vielleicht haben wir Glück und wir können auch eine Teichgarnele fangen. Wenn wir jetzt nicht hier... Okay, das ist auch weiß. Ansonsten gehe ich jetzt in unser Lager und hole da die Muschel auf jeden Fall, weil die haben wir ja hier eh schon alle weggesammelt. Und nehme dann direkt die Garnele mit. Das sieht auch nicht gut aus. Können wir mal hier hinten die zwei Teiche anschauen. Der ist auch weiß. Und der auch. So. Ein bisschen Holz. Oh, ein bisschen viel Holz. Was macht Maui da schon wieder? Ah, Maui hat sich hier mit Mickey Mouse verabredet. Und unsere Karotten sind gut. Wenn wir Karotten ernten, leveln wir Goofy. Die werden wir eh nicht wieder alle schaffen. Die sind einfach viel zu weit entfernt. Das ist echt schade. Hallo, Kumpel! Ich habe was für dich. Was haben wir denn für dich? Oh, Kabeljau bringt extra Punkte. Wow. Und wir sind Level 10. Auch nicht schlecht. Na, wie geht's? Okay. Lass uns später weiter abhängen. Bis bald. Wir kommen gleich wieder, Goofy. Okay, ja. Wir wollten eigentlich nicht mehr mit dir abhängen, Goofy, aber fühl dich wie zu Hause.
Hat er das überhaupt? Reden? Hey, du! Lass uns abhängen. Okay. Wir sehen uns. So. Wir brauchen eine Muschel. Oh. Aufteilen. Die Fische können wir weglagern. Oh, wir hatten sogar zwei Garnelen. Aufteilen 1 und eine übertragen. 23 Heringe. 29 haben wir jetzt an der Zahl. Austern brauchen wir nicht. So, ich habe gesehen, wir haben auf jeden Fall hier noch ein paar Steinchen. Und zwei, drei Pflanzen haben wir noch mitgesammelt. Der Seetang passt hier nicht rein. So, und die Blume geht dann hier rein. Der Seetang würde ich sagen auch. Und dann ganz hinten ein Stein und ein bisschen Holz. Hatte ich nicht gerade eine Garnele mitgenommen? Eins von zwei. Übertragen. Drei. Mitnehmen. Oh nein, wir müssen die mit... Wir können die nicht einfach aus dem Lager mitnehmen, wie es scheint. Wir müssen die selber fangen? Okay, gut. Schön, dich zu sehen. Dann lass uns abhängen. Meinetwegen. Ja. Die Muschel konnten wir mitnehmen, aber die Garnele nicht. Sehr merkwürdig. Oh, es regnet. Bei Regen kommen alle Garnelen raus. Okay, dann probieren wir es nochmal hier. Oh, da könnten wir tatsächlich Glück haben. Oh, das wäre natürlich echt glücklich, wenn wir jetzt hier eine Garnele rauskriegen würden. Sehr schön, eine Garnele. Hey Goofy, wir haben alles zusammen. Hallo Kumpel. All die frischen Meeresfrüchte werden ein großartiges Gericht ergeben. Allerdings benötigen wir mehr als nur Fisch, um Bouillabaisse zu machen. Tomaten oder anderes. Das Rezept ist ziemlich flexibel. Besorgst du uns noch ein Gemüse dafür? Aber sicher. Okay, wir haben das Rezept bekommen. Wir sehen uns! So. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Bouillabaisse. So. Dann werden wir das mal kochen. Äpfel. Vielleicht sollten wir die Bananen auch hier hochholen. Dann sehen wir mal, ob sie gleich fertig sind. So. Na, wie geht's? Hey, Kumpel. Lass uns später abhängen. Meinetwegen. So. Also. Rezepte. Ah, wir müssen das erst lernen, glaube ich. Das hat uns... Genau. Benutzen. Sehr gut. Okay. Okay. So. Die Frage ist,
wir brauchen... Sind damit die Muscheln gemeint? Yippie! Ah, von dem hier? Okay. Also, Jakobsmuschel? Und eine Muschel? Eine Garnele? Dann nehmen wir... eine Tomate? Und eine Karotte? Und kochen. Ein 5-Sterne-Gericht. Wow. Okay. Automatisch auffüllen. Kochen. Wir brauchen natürlich auch eins für uns. Wir brauchen 2, weil... ja, ich dachte, wir sollen nur 1 kochen. Ah, mach's dir bequem, Goofy. So, dies weitergeben. Hallo, Kumpel! Danke, es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir angeln zu gehen und zu kochen. Oh Junge, Mickey wird diese Bullabays lieben. Oh. Ich verrate dir ein Geheimnis über das Kochen und warum ich Bullabays machen wollte. Je mehr Spaß es macht, den Namen eines Gerichts zu sagen, desto mehr... okay, macht es Spaß, das zu kochen. Bis bald! Abendessen mit deinem Freund. Sehr schön. So, abgeschlossen. Oh, und ich sehe, wir haben keine Aufgaben mehr. Das heißt, wir müssen irgendjemanden aufleveln, damit wir Aufgaben bekommen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal.